Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar ist es hier nicht der Lotto-Simulator und auch nein, es ist nicht der Train-Simulator, denn es handelt sich hierbei nämlich um ProTrain Perfect, dem ersten Teil. ProTrain Perfect, für die Leute, die es noch nicht wissen, ist das heutige Trains. Das hieß damals ProTrain Perfect, wurde dann von Auron übernommen, denn also wurde ja damals entwickelt schon ProTrain Perfect und hat sich dann später dann halt umbenannt in ja, den Zeiten von 2006, 2007. Die wurden dann Trains dann später, weil der Name ProTrain Perfect irgendwie nicht mehr so ganz gerecht irgendwie war, hatte man das Ganze dann umbenannt und wie gesagt, heute ist es dann jetzt Trains. Aber wie gesagt, die ersten beiden Teile hießen damals ProTrain Perfect 1 und 2 und die sind halt so im Jahre 2003 oder 2004, glaube ich, erschienen und mit dem ersten Teil gab es dann später auch mal ein kleines Add-on, ein Mini-Add-on und zwar von der Hamburger Straßenbahn und das wollen wir uns heute hier mal anschauen. Wir gucken uns das Ganze heute mal an und das ist halt unser Fahrzeug, was wir hier drin haben. Wie gesagt, es handelt sich hierbei nur um ja, einen kleinen Test hier, den man hier gewagt hat, denn in dem Microsoft Train Simulator war es ja möglich gewesen, dass man ja Straßenbahn fahren konnte. Für Leute, die es natürlich nicht wissen, der Microsoft Train Simulator ist absolut mein absoluter Lieblingssimulator von den damaligen Zeit her. Das hat sich alles so super angefühlt und ProTrain Perfect war für mich der große Gegner gewesen. Ja, der war natürlich technisch sehr, sehr weiter gewesen als der Microsoft Train Simulator, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das Ganze irgendwie nicht so gepasst. Und davon, muss man ganz ehrlich sagen, ist dann so ein bisschen ja, der ProTrain Perfect an mir vorbeigezogen. Heute sieht es natürlich alles ein bisschen anders aus, ne? Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen anschaut, ist der Microsoft Train Simulator fast 20 Jahre alt. Das ist schon, holy shit, das ist schon eine ganz lange Zeit. Und ja, natürlich dementsprechend halt ProTrain Perfect auch. Und jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, dass man jetzt mal sagen kann, alles klar, komm, dann kann man sich auch mal das Ganze mal anschauen. Und ja, das ist halt das Endresultat. Von der Optik her, muss man ganz ehrlich sagen, ist halt natürlich der Microsoft Train Simulator weit überlegen, was zum Punkt Straßenbahn angeht. Und durch die große Mod-Community, die es damals in dem Microsoft Train Simulator gab, gab es natürlich haufenweise Straßenbahn-Mods und Add-ons, ja, auch natürlich richtige von ProTrain, gab es dann auch richtige Straßenbahn-Add-ons, es gab Berlin-Köpenick und es gab einfach so unglaublich viel, was so ein Thema Straßenbahn in dem Microsoft Train Simulator ist und das hat man natürlich versucht in ProTrain Perfect natürlich hier auch mit reinzuholen, damit man diese Masse, die vielleicht sich so für Straßenbahn begeistert hat, auch natürlich noch zu ProTrain Perfect kommt. Und das ist halt dieses kleine Mini-Add-on. Es gibt den ProTrain Perfect als kleine Box, also als kleine Box-Version. Das beinhaltet das Hauptspiel plus vier weitere Add-ons. Unter anderem natürlich S-Bahn Leipzig. Wir haben hier die Hamburger Straßenbahn und wir haben hier den Marias Pass und noch irgendein Addon. Und das Ganze kriegt man mittlerweile auf Rebay für 2,90 Euro oder 3,90 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man mal so gucken möchte. Ja, wie hat man denn früher gespielt? Soweit, wie gesagt, schauen wir uns das Ganze an. Die Karte ist nicht groß. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen, seht ihr, ne, wie groß die Karte ist. Wir fahren jetzt hier hinten rum, ja, und dann, ja, cruisen mal wieder zurück hier in die Weiche. Also, wie gesagt, das war halt nur so eine kleine Demonstration gewesen, die man hier praktisch gemacht hat. Und von daher würde ich sagen, Licht an, gebimmelt, los geht's. Kann natürlich hier haben, der Unterschied bei dem Microsoft Train Simulator und bei ProTrain Perfect ist, man konnte einmal halt in dem Trafo-Modus spielen und man konnte halt einmal als richtiger Lokführer spielen. Das ist jetzt aktuell der Trafo-Modus, den wir jetzt hier aktiviert haben, um das ja mal so ein bisschen zu zeigen von außen, das halt ein bisschen entspannter anzugehen. Und mit ProTrain Perfect 2 zum Beispiel war es dann zum Beispiel schon so gewesen, dass ja, es damals schon die PZB und die SIFA gab, was ja in dem Microsoft Train Simulator damals ja nicht verfügbar war, war dann im ProTrain Perfect schon verfügbar gewesen. Also schon in relativ frühen Zeiten gab es das schon, gab es diese Hardcore-Simulation in puncto PZB, SIFA und hast du alles nicht gesehen. Ja, aber nur nicht halt in dem Microsoft Train Simulator. Aber man muss halt dazu sagen, ProTrain Perfect war einfach nicht so bekannt gewesen.
sitzen wir uns mal hier so ein bisschen in unseren Fahrerraum hier rein, ne? Das sieht man schon, das ist ja halt auch das Schöne, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wir spielen das Ganze hier in 4K, ja? Also, das macht ja Microsoft Transformer heute immer noch nicht, ja? Und wie gesagt, damals funktionierte das Ganze. Tarifgebiet 1 und 2, Einzelfahrnachweise und, ne? Es sieht natürlich heute schon ein bisschen sehr altbacken aus, aber immerhin, es funktioniert, ne? Wir können hier Scheinwerfer, ich glaube, das ging sogar, man konnte hier tatsächlich auch die Tasten drücken, aber scheinbar geht das gerade nicht, weil wir jetzt wahrscheinlich in dem falschen Fahrmodus sind, ne? Weil wir können ja auch innen drin sitzen und können jetzt hier losfahren und ein bisschen rumcruisen. Hier sehen wir noch den Tachometer, es ist natürlich alles mega unscharf, ne? Aber liegt einfach mal daran, dass die halt schon ein bisschen älter sind, ja? Dass die Simulatoren nicht mehr up-to-date sind. Ach, also das mit der Maussteuerung, das ist noch ein bisschen crazy. So, hier zum Beispiel können wir uns mal ein bisschen austoben, denn auch hier können wir natürlich die Weichen selbst stellen. Wir haben hier oben, seht ihr ja zum Beispiel, ne, die Ampel zeigt nach links und jetzt zeigt sie nach rechts. Also es war schon damals zu den Zeiten schon echt fortgeschritten. Ja? Also jetzt fahren wir weiter. Und das ist natürlich heute in Trains natürlich immer noch möglich. Allerdings, wie gesagt, steht jetzt hier der Kollege im Weg, deswegen können wir da jetzt gerade gar nicht rumfahren. Aber allgemein steht hier relativ viele Kollegen im Weg, die fahren natürlich nicht. So, können wir auch ein bisschen schneller fahren hier. Ich glaube, es ist sogar möglich, dass wir hier einfach in die nächste Straßenbahn überspringen können. Indem wir jetzt einfach hier zum Beispiel sagen, anklicken und können jetzt dementsprechend hier mit der weiterfahren. Natürlich immer die gleichen Modelle, ne? So, stehen geblieben. Haltestelle. Und dann geht's weiter. Ja, also 2003, 2004 oder sowas war es dann gewesen, ist er erschienen, der ProTrain Perfect. Und wie gesagt, ich fand, für die damalige Verhältnisse sah das schon extrem gut aus. Klar, es kann natürlich mit der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr mithalten. Aber ich finde das vom Modell her echt putzig. American Stock. Und angehalten. Ja, die Steinstraße. Und jetzt müssen wir hier schon wieder aufpassen, weil da steht schon wieder ein Kollege im Weg. Das heißt, wir müssten jetzt hier praktisch hier auswählen. Girls. Und ja. Schnell jetzt hier rumgecruised. Zum Beispiel einer der wenigen Simulatoren, die heute immer noch funktionieren auf modernen Systemen. Wie gesagt, also Windows 10 4K ist natürlich viele Simulatoren unterstützen das schon gar nicht mehr. So, und
angedockt. Oder auch nicht. Weggeschubst, würde ich eher sagen. So. So. Kann man die Weiche hier gar nicht legen? Scheinbar nicht mehr. Wir sind wahrscheinlich schon zu dicht dran. Wow, zum Beispiel auch Rückwärtsgang wird natürlich schon eingezeichnet. Ja, also. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, damals habe ich mich nicht viel mit dem Trains beschäftigt, also heute Trains, damals ProTrain Perfect, habe ich ja am Anfang ja schon also erwähnt, war für mich einer der großen Gegner gewesen für den Microsoft Train Simulator. Habe ja gedacht gehabt, dass das die neue Zukunft wird. Ich meine, wurde es indirekt nicht. Also wie gesagt, wenn man sich heute mal so Trains anschaut, hat Trains schon seine eigene Community praktisch aufgebaut, die aber nicht halt so präsent ist wie zum Beispiel jetzt bei dem Trains-Simulator von Dovetail Games. Ja, also da merkt man halt schon massive Unterschiede, auch von früher und von heute. Naja, da muss man mal halt immer so ein bisschen schauen. Ist jetzt genauso wie bei Zusi, ne? Zusi hat jetzt auch nicht diese Riesenmasse. Ne? Und muss man gucken. Aber die Kenner halt, die jetzt selbst natürlich viel mit Zusi unterwegs sind. Die jetzt so ein bisschen was mit muss halt, wie gesagt, gucken. Also, das ist, wie gesagt, der ProTrain Perfect. Ne? Schauen, also es gibt natürlich keine weiteren, glaube ich, Straßenbahnlinien, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es gibt halt diesen Download-Manager, diesen Content-Manager, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da nie durchgeblickt, weil das halt einfach super crazy ist. Es gab halt für ProTrain Perfect 2 noch ein eigenständiges Add-on. Das können wir uns ja vielleicht mal bei Zeiten auch nochmal anschauen. Ne, dass wir uns mal hier so die ganzen Straßenbahngeschichten hier mal in Trains auch mal anschauen können. Ich finde auch die Repaints sind echt hübsch geworden. Ja, die haben sie echt gut gemacht. Also da muss man schon mal lassen, ja. So, von innen sehen sie natürlich alle gleich aus, ne? Das ist ja klar. So, und schon stehen wir wieder. Ja, also wie gesagt, das ist ProTrain Perfect. Wie gesagt, wenn ihr selbst mal halt so ein bisschen Nostalgie erleben wollt und die Simulatoren von früher mal spielen wollt, ich glaube, sie werden auch heute bei euch bestens laufen. Das ist jetzt halt so ein bisschen, wie gesagt, so ein kleiner Test. Es gibt natürlich richtige Aufgaben dafür auch, also jetzt für die anderen Strecken zumindest halt, ja, wo dann auch richtig KI fährt und also ihr richtig halt Aufgaben zum Beispiel erfüllen müsst. Ja, das ist halt. Und wenn ihr halt mal so die Neuzeit euch mal anschauen wollt, dann guckt euch heute, wie gesagt, Trains an. Es gab A New Era, glaube ich, war jetzt das vorletzte. Und dann gab es jetzt ein ganz neues, was sie ganz, ganz groß angekündigt haben. Und das Ding halt aber eigentlich wieder mal, ja, praktisch in diese Schublade Trains halt wieder reingeschoben wurde von ProTrain, ja. Ich meine, es gibt die Fanbase, ja, die natürlich den Trains und ProTrain Perfect natürlich über alles lieben, ja. Aber es gibt halt auch die Fanbase, jetzt zum Beispiel eher so für den Microsoft Train Simulator, und die spalten sich halt immer so ein bisschen, ne. Der eine findet das besser, der andere findet das besser, der wiederum findet dann wieder da eine Funktion toll und der andere wiederum findet da eine Funktion toll. Man kann es halt wirklich nicht jedem recht machen.
Und für mich war es damals einfach nur gewesen. Es war damals der er wollte den Microsoft Train Simulator ablösen und automatisch wird dann so, nee, mag ich nicht. Aber ich muss sagen, also mittlerweile besitze ich auch alle Teile von Pro Train Perfect, also von 1 und von 2. Ich kann sagen, also es war damals schon eigentlich ein sehr, sehr krasses Highlight gewesen im Gegensatz zu dem Microsoft Train Simulator. Bloß, wie gesagt, er kam halt ein paar Jahre später raus und die Fanbase hat sich schon meist halt auf den Microsoft Train Simulator eingeschossen. Er war halt so der arkadige Simulator gewesen, wobei Pro Train Perfect damals schon der so erfahrene Simulator war für die erfahrenen Lokführer unter uns. Und wie gesagt, dementsprechend gibt es halt für ProTrain Perfect, ich glaube jetzt für den zweiten ProTrain Perfect insgesamt 15 Add-ons. Und wenn man sich mal anschaut, dass der Microsoft Train Simulator mit fast über 50 Add-ons aufwarten kann, was innerhalb Deutschlands ist und natürlich anderen Regionen, muss man ganz ehrlich sagen, weiß man eigentlich schon, wer der Bekanntere unter denen war. Und von daher war es eigentlich schon eine schöne Nostalgiereise, euch das Ganze mal zu zeigen hier, wie denn so die ersten Straßenbahnstrecken halt in einem Train-Simulator halt aussahen. Und ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, wart ihr einer der wenigen davon gewesen, die ihr zum Beispiel Pro Train Perfect gespielt habt oder habt ihr davon heute zum ersten Mal gehört eventuell? Denn wie gesagt, schreibt das in die Kommentare, mich würde das brennend interessieren und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video hier wiedersehen. Es wird jetzt eine richtige Trains-Playlist jetzt in Zukunft auch geben, dass wir hier uns vielleicht mal so die ein oder anderen Trains-Sachen eventuell auch mal anschauen können. Würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns da dann wiedersehen. Und hoffe natürlich, dass wir uns wiedersehen und bin mal gespannt auf eure Kommentare. Damit verabschiede ich mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!